weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Wir sind mitten in der Nacht hier, ja, an einer riesengroßen Tunguska mal unterwegs, denn da hieß es, Alden, probier mal in der Nacht mit dem Tauwurm, da soll so richtig was gehen. Ja, und da geht es auch schon los. Und ich bin sehr gespannt, was geht. Das ist ja der Hammer. Gerade erst hierhin, ich bin gerade erst um 1 Uhr erst eingeloggt, habe mir gedacht, Mensch, da war doch gestern noch was im Chat. Da hieß es doch, Alter, geh doch mal zur Tunguska in der Nacht. Boah, dicke, fette Quappe, Alter, 4,8 Kilo Quappe, das fängt schon gut an. Jetzt habe ich natürlich nicht die ganze Nacht mitgenommen. Das heißt, ich werde es hier rumprobieren. Wir haben ja jetzt schon 3 Uhr am frühen Morgen. Ich hoffe, dass da überhaupt noch ein bisschen was geht hier. Machen wir mal ein bisschen Licht. Und dann zeige ich auch gleich, wo ich hier bin auf der Karte. Ja, auf was bin ich eigentlich aus? Auf die Sterlets natürlich, die es hier gibt. Und auf die Amurwelse. Beides zwei super Fische, die auch ordentlich Zaster bringen. Richtig gute Brocken. Und man sieht es vielleicht hier schon. Das ist hier eine von den Stellen, die vielleicht nicht ganz so sexy sind, weil man sie einfach nicht per Pedis erreichen kann. Sondern man muss tatsächlich mit dem Boot hier hinbreddern. Und das habe ich dann auch gerade gemacht. Wie gesagt, 1 Uhr erst online gewesen. Jetzt hier 1 Uhr in der Nacht, Ingame-Zeit. Oh, guck mal da. Jawohl! 1,5 Kilo Amurwels ist schon richtig gut, Alter. Richtig gut. Und die sehen auch aus, ne? Dafür, dass sie so klein sind, ey. Richtig schön, ey. Wie aus der Muppet-Show. So, raus damit, 35 Meter. Zack, 35 Meter geklippt. Damit wir schon mal hier alle Fakten haben. Und ich habe ein wenig rumgespielt mit dem Setup. Also, wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen mehrfach auch schon so die Diskussion Route bzw. Vorfachstärke und dann auf dem Aal angeln, macht das überhaupt Sinn? Und dann gab es jetzt wieder in den News, ja, Alter, auf 35 Kilo oder sowas, geflochtene Schnur, Aal-Trophy gefangen. Macht die Schnur überhaupt den Kohl fett? Ist das überhaupt so relevant? Ich hatte auch zuletzt auf ungefähr diesem Setup hier oder ziemlich genau auf diesem Setup mit einem Einerhaken und einem Fischfetzen auch eine Aal-Trophy gefangen. 31 Kilo Vorfach. Das ist ja jetzt irgendwie nicht das Klassische. Wenn man sonst gesagt hat, ja, Alter, Sechserhaken, Viererhaken und dann 7,7er Vorfach, schön fein da dran gehen. Das ist ja irgendwie alles hinfällig. Und deswegen gehe ich auch jetzt hier einfach nicht auf dem Aal, sondern auf dem Aalmurwels und auf dem Sterlet. Hab hier jetzt doch zweierlei Köderhaken dran. Tauwurm komplett. Nur hier links und rechts ist jeweils der Einserhaken drauf. Und in der Mitte ist ein Viererhaken drauf. Wie gesagt, alle drei Routen mit dem Tauwurm bestückt. Und guck mal da. Vielleicht ziehe ich auch hier jetzt. Oh, guck mal da. Und der nächste. Vielleicht ziehe ich auch mit diesem großen. Mit dem großen Haken noch eher Quappen. Quappen, netter Beifang, sind auch nicht schlecht. Nehme ich ja auch gerne mit. Und dann, wenn hier auf dem Viererhaken eher die kleineren Amurwälse gehen, könnte natürlich sein.
Wobei so diese Sterlets auf dem Einserhaken, und wir wollen natürlich auch Trophies, ist ja klar. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die Dicken dann eher, zack, schon wieder eine Quappe, dass die Dicken dann aber auch eher auf die, geht schon wieder los, ey, auf die größeren Haken auch beißen, ne? Ich überlege, ob ich den hier nochmal ganz neu mache, das war bisher gar nichts. Also, bisher, ich bin jetzt schon zufrieden, weil es ein hochleveliges Gewässer ist mit Level 30. Und man kann hier, und das mache ich ja sehr gerne, einfach nur ohne eine Futtermische blank den Wurm reinhalten. Und es bimmelt. Das ist wichtig. Ja, ist auch schon was dran. Irgendwo ist auch schon was dran. Ich teste mal jetzt hier. Ja. Zack. War jetzt sehr zaghaft, der Biss. Zweimal kurz gebimmelt. Und die nächste. Also es scheint der Viererhaken doch noch besser zu gehen. Der nächste kleine Amurwels. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt schon zufrieden. Mega. Macht jetzt schon Bock. Vor allem entspannt, super Fische. Die große Frage jetzt natürlich, lübt das jetzt auch am Tag? Geht das gleich so weiter? Wir haben jetzt gleich schon 6 Uhr. Oder bricht das gleich ein? Werde ich mir in jedem Fall angucken und bis zur nächsten Nacht auch noch durchziehen. Und dann gucken wir uns gleich den Kescher an, wie das da so aussieht. So. Also wenn, dann ändere ich diesen Haken hier. Da war bisher noch gar nichts drauf. Wenn, dann wird der geändert. Aber bisher lassen wir das jetzt erstmal hier schön an der Tunguska. Wie gesagt, hier an der Ecke ist es. 12 Meter Loch. Einmal hier schnell rüber gebreddert. Und dann hier Koordinaten F7, 12 Meter Loch. Und dann gib ihm. So, kurzer Break. Gucken wir, was geht. Wenn es hier gleich wieder Action gibt, gucken wir natürlich wieder mit rein. Au, 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 jetzt guck dir das mal an, Alter. Jetzt guck dir das mal an. Doppelt. Und ich denke mir gerade so, na, irgendwie beißt jetzt hier gar nichts mehr. Nimm die eine in der Hand, leg sie gerade schon wieder ab. Guck mal, eine olle Ostbrasse, ey. Und bei der zweiten bimmelt's auch direkt. Alter. Oh, der hat aber Schmackes hier. Da hängen die da wohl dran und warten nur darauf, dass ich die Rute mal in die Hand nehme hier, ey. Kannst du ja auch nicht aufdenken, so was, ey. Was wollen die denn? Alter! Alter! Und da ist er! Oh! Das ist natürlich schon geil. 3,6 Kilo? Alter, was ein Gerät, ey. Schönes Ding. Affengeil, ey. Und hat sich die ganze Zeit nicht gemeldet. Pah! Perfekt. Und das 8 Uhr morgens. Sehr schön. Weitermachen. Ja, das ist ja der Hammer. Tatsache. Das ist ja der Hammer. Gerade eben erst ausgeworfen. Also wirklich keine Minute her. Und sofort geht da was. Jetzt natürlich die Frage, was geht da? Und das sieht gut aus. Alter, kleiner sibirischer Sterlet, untermaßig. Was habe ich gemacht? Ich habe mir gedacht, komm, mach mal das Gedöns hier mit dem ollen Egel hier weg. Ich bin jetzt hier mit einem feineren Vorfach dran, 13,8er, 6er Haken, einfach auch nochmal mit einer Nummer kleiner, Tauwurm dran und dann wieder raus auf 35 Meter. Sehr, sehr schnell der Biss. Sehr, sehr schnell. Also nochmal absinken lassen. Und ich glaube, ich ändere das bei den anderen hier auch mal. Ich gehe jetzt deutlich feiner rein. Deutlich feinere Montage. Und, ja, ich glaube, ich bleib aber hier bei den Hakengrößen. Vierer und Einser. Aber hier testen wir nochmal
ein dünneres Vorfach doch nochmal. Gehen wir mal hier auch auf das 13.8er. Zack, raus damit. Ja, ich glaube, auf der 1 zuppelt was. Bremse natürlich runter machen. Ja, sehr schön. Auf dem 1er Haken wieder. Sehr, sehr gut, ey. Ha, der nächste, Level 32 gerade geworden. Sibirischer Sterlet, 1,9. Mehr davon. Und es bimmelt schon wieder los. Aber auch hier gehe ich nochmal runter auf ein feineres Vorfach. Weil das jetzt hier das große Ding ist, mache ich hier mal 17 Kilo Vorfach dran mit dem 1er Haken. Raus damit. Bremse auch wieder ein bisschen runter. So, und dann mal gucken, ist da schon was dran? Jawohl. Weiter geht's. Ja, geil, ey. So darf das gehen hier. So darf das gehen. Ah, guck mal. Na gut, bei den kleineren Vorfächern, das bremst dann natürlich mal eher. Jawohl. Auch da, Zielfisch, maßig, 800 noch was Gramm. Amurwels, einer der beiden Zielfische. Zack. Ich setze immer den Anschlag direkt, also guck vorher rein, ist dieses Flackern da im Text. Hochheben, Anschlag sofort setzen. Die Fische bei der geringen Frequenz, ist es ja noch nicht irgendwie hochfrequent hier alles, aber bei der geringen Frequenz will ich dann auch auf jeden Fall jeden Fisch auch mithaben. Gerade bei diesen wertvollen Fischen wäre das echt ärgerlich, wenn da einer abhaut. Ja. Also, ich ziehe noch mal ein bisschen was raus. Sollte sich noch was tun, gucken wir natürlich rein. Ansonsten gucken wir jetzt gleich in den Kescher. Schauen uns den Kescher genau an, was das so an Kohle gebracht hat. Und dann wird das Ganze hier erstmal verkauft. Hallo? Game? Es plätschert noch, aber... Game Crash? Tja, und damit bin ich dann wieder drin im Game. Leider jetzt natürlich vorzeitig abgebrochen, der Test. Das ist natürlich ein bisschen räudig, dass das da auf einmal so abschmatzt. Hatte ich auch noch nie sowas. Richtig wild. Der Lord Morpheus, der hier auch im Chat, der hier gerade schön fleißig am Angeln ist, hat sich auch mit an die gleiche Stelle gestellt, hat es auch mit Goldködern probiert und mit Mische. War da bisher auch ganz zufrieden, was er da rausgezogen hat. Gucken wir jetzt nochmal eben kurz rein in den Kescher. Und wenn man das hier schon sieht, dass so Sterlets hier 39, 40 Silber bringen, sieht das schon alles ganz gut aus. In Gänze 260 Silber gemacht. Wenn man es so nach dem Preis sortiert, ja, da ballern die natürlich ganz gut rein. 1,9 Kilo Amurwels haut natürlich auch nochmal wieder gut mit rein. Und ansonsten auch die normalen Quappen hier, 3-4 Kilo Quappen, lohnen sich. Also, gucken wir nochmal eben von der letzten Nacht, von der Fangzeit. Nehmen wir mal hier die letzten 30 Minuten. 30 Minuten, knappe 100 Silber. Wobei die Nacht halt nicht so ganz ausgeschöpft war. Da hätte ich jetzt noch locker mal eine Viertelstunde noch länger drin gehalten jetzt. Gerade so um 4 Uhr, wenn da der Abschmatzer kommt. Das war natürlich jetzt schlecht, ne? Aber wie gesagt, in Gänze bin ich ganz zufrieden damit. Dafür, dass man keine Mische verwendet hat. Nichts Besonderes, einfach nur den ollen Tauwurm nehmen, raushalten. Keine super schweren Fische, das heißt auch, wenn man hier mit nicht so idealem Setup rangeht, kann man auch da an der Stelle hier am 12 Meter Loch ganz vernünftig Kohle machen und zwar auf entspannt. So, wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, dann lass doch einen Daumen da für den Kanal und für den Algorithmus, Alden.
Der freut sich nämlich immer, wenn viele auch reinschreiben: Alden, ich habe hier ungefähr nur Schuhe gefangen und ein paar alte Socken. Egal was, schreibt was in die Kommentare. Dankeschön auch dafür, Petri zusammen. Zieht raus die Brocken und dann sehen wir uns das nächste Mal im Livestream auf Twitch oder im nächsten Video.